Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu und unsere Leute sind fast wieder fit. Und wenn sie vollständig fit sind, nämlich jetzt, machen wir hier noch schnell das Aufleveln fertig und gehen dann mal das Pandora-Nest besuchen. Reaper, du bist aufgestiegen, das ist gut. So, das muss erstmal reichen. Gut, mehr Vorbereitung brauchen wir nicht für ein einfaches Nest, ne? Giftwurm-Autopsie ist bald fertig, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und so, Gefahrenstufe Mittel. Entdecke und eliminiere Brutwächter, ist alles klar. Kennen wir. Alle sind da, wunderbar. So. Landung. Der erste Brutwächter ist direkt in Sicht. Geh mal hier hin. Oh, der zweite Brutwächter ist direkt in Sicht. Und ein Atron ist in Sicht. Was für ein Atron? Ein Schildträger-Champion. Sollte kein Spuckkopf haben. Gut. Okay, schauen wir mal. Du kannst ohne Probleme auf den dort auch schießen, ne? Dann machen wir mal das zuerst. Target hit. Du darfst ebenfalls auf den schießen. Reicht noch nicht. Das sollte aber reichen. Wunderbar. Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Wenn es tatsächlich nur zwei sind, was ich nicht glaube, dann könnten wir im Prinzip direkt in dieser Runde gewinnen. Es waren tatsächlich nur zwei, oder? Nee, doch nicht. Doch. Okay. Das... Wir sind gut. Gut gemacht, Leute. Großartig. Ich meine, eigentlich können wir die Folge beenden. Wir haben unseren Kampf für die Folge fertig. 5 bei allen Fraktionen. Hier, nachladen. Okay, aus irgendeinem Grund gab das tatsächlich Erschöpfung, aber damit kommen wir klar, nehme ich an. Da hinten haben wir noch was, das war... Ich hätte direkt auf Pause drücken sollen. Giftwurm, Autopsie. Zusammenfassung, der Giftwurm sucht feindliche Wesen und bricht zerplatzt dann. Der Giftwurm sucht feindliche Wesen und zerplatzt dann, um dabei einen Nebel aus tödlichem Gift auszustoßen. Die Kreatur hat wenig Sinn für Selbsterhaltung, wird aber versuchen, heimlich zum Ziel zu schleichen. Genetischer Ursprung 28% Regelwurm, 72% unbekannt. Funktion besitzt einen Sprengmechanismus zur Selbstopferung und stößt dabei ein tödliches Giftgemisch innerhalb eines begrenzten Bereichs aus. Wir haben hier schon zwei Fehler drin. Mechanismus kann man mit Gas werden mit einer giftigen Flüssigkeit vollgepumpt, bis sie explodieren und dabei die Kreatur töten. Mobilität erstaunlich AG für einen Monopod mit begrenzter Sprungfähigkeit, immun gegen Gift, relativ leicht zu töten, da er anfällig für Sprengstoff ist. Und für alles andere, wenn man ihn nur trifft. Oh Gott. Oh Gott, die Skyla ist da. Der Atron Tyrann Alpha, der A-Data 1, hat einen Spuckkopf, hat ein Gewehr, hat ein Schild. Ein weiterentwickelter Tyrann mit erhöhten Fähigkeiten zum Giftspucken. Berichte bestätigen auch, dass die Kreatur mit einer überlegenen Intelligenz ausgestattet ist und einen verstärkten Chitin-Schild besitzt. Ich frage mich, ob die tatsächlich unterschiedliche KIs haben.
angeblich verbesserte Spuckfähigkeiten, aber... Na, okay. Der Arm ist nicht gepanzert. Die Beine sind nicht vernünftig gepanzert. Der sollte immer noch gut zu erledigen sein, solange wir am Schild vorbeischießen. Der Triton Killer Alpha T-Beta 2. Eine Mutation des Killers, ausgestattet mit einem Neu-Jericho-Scharfschützengewehr. Die Fähigkeit der Kreatur nach Belieben zu verschwinden und alle Geräusche zu unterdrücken, sowie die Fähigkeit Nebel auszustoßen, machen den Umgang mit ihr gefährlich. Die Verwendung von Granaten wird empfohlen. Okay. Ja. Mittelmäßige bis geringe Rüstung, aber eben Chamäleon des Schmerzes, stummes Echo, kann nervig sein. Nebel erzeugen ist nervig. Die Pandora-Zitadelle. In einer riesigen, höhlenartigen Struktur wird die höchst entwickelte Mutation entwickelt. Die stellt eine ernste Bedrohung für das menschliche Leben auf der Erde dar. Und die Skyla Xenagos. Spezies-Klassifizierung Sky Alpha 1. Dieses Exemplar, das als pandoranisches Spitzengeschöpf gilt, soll sowohl über strategische Intelligenz als auch über die Fähigkeit verfügen, Truppen im globalen Maßstab psychisch zu kontrollieren. Der Kreatur ist riesengroß und in der Lage, mit ihren massiven Armen Gebäude zu zerstören oder auf sie zu springen. Beobachtungen haben gezeigt, dass sie auch in der Lage ist, Nebel auszustoßen und Mindfucker zu erzeugen. Okay, ja, hat Mindfucker erzeugen, hat Nebel erzeugen, Wut raus verursachen und Monstersprung. Hat nur ein Trümmerer bisher. Allerdings, oh ne, Moment. Sie hat zwei Trümmerer. Und die volle Rüstung. Also bei der Skyla geht's direkt richtig los. Da werden keine halben Sachen gemacht. Ja, du darfst schon mal erkunden. Bloß nicht zu schnell. Okay, wunderbar. Dieser Ort bringt den Tod. Unsere Soldaten haben ein verlassenes Lager gefunden, das zuvor von einer lokalen paramilitärischen Organisation genutzt wurde. Während der letzten Tage des Dritten Weltkriegs wurden hier Dutzende von sozial unerwünschten Menschen hingerichtet. Es scheint kurzzeitig als Zuflucht genutzt worden zu sein, aber die Türen zum Hauptgebäude wurden aus ihren Scharnieren gerissen und Skelette liegen überall in den Gängen verstreut. Beim Untersuchen, alle verfügbaren Ressourcen wurden geborgen, dieser Ort bietet sonst nichts Interessantes mehr. Materialien 290, sehr gut, 50 Tech, 70 Nahrung. Also so langsam sieht es mit unseren Vorräten nicht mehr so schlecht aus. Theoretisch könnten wir eine neue Basis uns wahrscheinlich holen. Wo ist denn Phase 1? Können wir da hin? Können wir tatsächlich. Die Manticore 1 habe ich noch nicht losgesendet. Warum nicht? Das wird eine Weile dauern, bis sie dort ankommen, nehme ich an. Eine ganze Weile. Aber wenn wir die Diplomatie hier hoch genug bringen, dann haben wir ihre Technologie und die will ich. Da haben wir noch ein Pandora-Gebiet, das sich entwickelt. Okay, bei Phoenix Bravo hat sich... Okay, hier könnten wir ein Lager bauen, aber ich denke, noch eine Nebelabwehranlage. Trainingseinrichtung, Krankenstation, ein Lager, Satellitenverbindung wäre schon nicht schlecht. Und hier, mach auch das. Sobald wir Geld haben, verschwenden wir es auch direkt wieder. Und so, Tobias Wests Plan, und Tobias West hat immer einen Plan, war es, die Menschheit zu retten, und dazu gehörte die Kontrolle über diese alte Satellitenkontrollbasis. Ein kleines Einsatzteam sollte in der Lage sein, die Alien-Präsenz auszulöschen, bevor die Wissenschaftler und Ingenieure aus Najaiko ihre Position übernehmen. Dann machen wir das wohl. Wir sind bereit, dann geht's los. So, wir sind im Anflug. Warum bekommen wir denn bei den Missionen eigentlich nie angezeigt, ob die schwierig oder mittel oder... Also wie der Gefahrenzustand ist, die Gefahreneinschätzung, wie auch immer. Okay, dann schauen wir doch mal. Das hier scheint ein guter Spähposten zu sein. Und? Wie wir sehen, sehen wir etwas. Ein Chiron Aplu. Ich glaube, das sind noch die nicht so schlimm. Moment, das
Der schießt Giftwürmer, oder? Ja. Was natürlich schlimm ist, aber nicht so, dass es uns direkt tötet. Hoffe ich. Heading out. Okay, sehe ich hier keine Bedrohung. I'm ready. Moving fast. Target detected. Okay, was haben wir dort? Ach Gott, ein Tyrann. Nee, Entschuldigung, eine Plage. Ah. Bin nicht gut, was die Namen angeht. Ich bin schon ein bisschen zu weit gelaufen, aber wir haben noch einen Scharfschützen. Deltario, erledigst du den? Bitte? Danke. Sehr schön gemacht. Oh, ich hätte da sogar noch schießen können. Okay. Hernandez, du läufst hier hin. Jambo, du gehst mal hier mit hin. Double time. Du bleibst dort oben, du bleibst hier. Dich schicke ich mit hier hin. Du machst nichts weiter. Und hier werde ich wahrscheinlich der Tario hinschicken später. Aber jetzt erst einmal gehst du mit hier hin. So, du machst nichts weiter, du machst nichts weiter. Und dann schauen wir doch mal, was die Gegner so machen. Der rennt weg und macht alles kaputt. Oh, der ist recht nah dran. Dachte ich, aber habe mich offenbar geirrt. What's our plan? Das ist eine gute Frage. Kannst du den dort erwischen? Nee, das geht gegen den Chiron dort hinten. Aber auf den will ich gar nicht schießen. Okay, du machst mal bitte einen Sprint hier hin. Ready to engage. Verdammt. Das ist nicht gut. Deltario. Du läufst bitte hier hin. Reaper. Okay, du benutzt mal den Sprint. Und okay, hier ist nichts weiter Böses, das heißt, du kannst hier erst einmal hingehen. Dann kannst du hier hingehen. Da hatten wir kurz den Mini-Freeze. Du gehst mal hier hin. Und bleibst dort erst einmal. So, ich will den bitte bedrohen. Toll, hier müssten wir erstmal da durchlaufen und das will ich nicht. Geh du doch mal hier hin. All set.
On the move. So, wenn hier was rauskommt, wird es unter Beschuss genommen. Und du passt ebenfalls hier auf. Und werden die Giftwürmer geschossen? Okay, er ist alarmiert. Oh! Kopf deaktiviert, aber das bedeutet leider nicht, dass er nichts mehr machen kann. Oh Gott. Au. Zurückschießen? Fragezeichen? Nein. Wird nicht gemacht. Okay, daneben. Das ist ein Virusgewehr, das der hat, ne? Pushing on. Hallo. Gut, wir konnten den Kopf zerschießen. Das ist noch nicht genug, aber es ist definitiv ein Anfang. I'm going. So, wir gehen hier hin, können schießen und dann noch den letzten Schritt laufen. Wunderbar. Heading out. Angeblich können wir von hier aus schießen. Mal sehen, ob das wahr ist. Tatsächlich. Und wir haben sogar getroffen. 150 Schaden, 20 Rüstung entfernt, das ist nicht schlecht. Den noch entfernt, ist auch nicht schlecht. Du sollst bitte nach oben laufen. Gleichzeitig gibst du ein bisschen Willenskraftpunkte zurück. Ich konnte eben hier ein bisschen schön spoten, weil ich im Hinterkopf hatte, dass Deltario Willenskraftpunkte zurückbringen würde. Allerdings, die Position ist eventuell doch nicht so gut, wie ich dachte. Und ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, ich war schon mal in der Situation, dass ich einen Scharfschützen hochgebracht habe, um dann festzustellen, dass die Position gar nicht so schön ist. Weil da niemand hinkommt. Ah, nicht günstig. Ich meine, wir nehmen den Schuss, aber... Hätten wir die Beine ins Visier nehmen können, dann hätte ich zweimal geschossen. Ich meine, wir können nochmal versuchen mit der Pistole. Na gut. Dann nicht. Wechsel mal bitte schon mal aufs Gewehr, falls irgendjemand auf dich schießen sollte. Moving now. Yay, null Schaden dafür. Zwei Stücke von der Rüstung weggeschossen. Ich meine, es ist schon etwas, aber es ist nicht viel. Jetzt wird's nervig. Oh, sehr schön. Gut gemacht. Das ist jetzt aber ein Tyrann, ne? Hey. Moment, Nanotech? Achso, klar, das... Das ist das eine durch die Forschung, dadurch... Okay, da stand, der erste Schaden wird weggemacht. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es mehr ist als wirklich nur ein Schaden, der entfernt wird. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. So. Zumindest ist das direkt erledigt. Wenn wir dem noch einen Treffer verpassen könnten... Sehr gut, ein Bein deaktiviert, er ist auch nicht betäubt, sondern wie heißt es doch?
verwirrt. Identifying target. Nein, das haut so nicht hin. Lauf mal bitte hier. Let's do this. Mal sehen, ob der Winkel hinhaut. Haut er tatsächlich. Das reicht noch nicht. Ja, 103 Gesundheit hat er noch. Okay, du haust erst einmal zu. Dein Zuhauen bringt nicht so viel. Okay, du gehst mal hier hin. Und dein Zuhauen bringt auch nicht so viel. Das ist nicht schön. So. Du kannst gerade nichts weitermachen. Ich meine, du könntest... Oh! Sehr gut, Deltario. Erledigen. Oh. Okay, er stirbt dadurch aber. Ne? Ja, wunderbar. Und hier zerschlagen wir noch den zweiten Wurm. Und fragen uns beunruhigt, wo der dritte ist. Es werden immer drei geworfen. Und ich sehe den dritten nicht. Okay, das war das und... Okay, ich glaube, der dritte ist dann einfach im Flug gestorben. Das passiert ja manchmal, wenn die irgendwo landen, wo sie nicht landen können. Wir haben zwei Stufenaufstiege und ich glaube, niemand wurde verwundet. Also, wunderbar. Lief gut. I just wanted to pass on my personal thanks and congratulations to your operatives for their work at the base. Fortuna eruditis favit, as they say. Fortune favors the prepared mind. The intelligence we've retrieved is going to prove extremely helpful with all the projects we're working on. And the satellite control tech may one day help turn the tide of this war. This operation may have seemed like a small thing, but the devil's in the details. And so is God. Ist ziemlich beengt in den Details. Speaking of details, we'll now have to actually make all of this work with our hardware and software. We have limited resources, so we need our brightest and best focused on the job. It'll take time, but it'll be worth it in the end. You'll see. Solange ich meine Raketenwerfer bekomme. Na, Joy, kurz Haltung zu uns. Plus 5. Außerdem 60 Tech, 400 Materialien, 100 Nahrung. Ja, füllt mal bitte nach. Das Phoenix Project besitzt nun die Unterstützung Neu-Jaikos. Die Standorte der Zugflucht Neu-Jaikos wurden von dem Geoscape hinzugefügt. Das ist auch schon mal recht hilfreich. Dadurch können wir besser navigieren und... Oh. Nein, da komme ich nicht hin. Aber eventuell komme ich dadurch hier hin? Nein. Das ist wirklich viel zu isoliert. Okay. Gut, dann... Ja, haben wir das geschafft. Wir sind bei 29. Ich schätze, wir werden 50 brauchen für wohlwollend. Wow. Wir sehen hier schon einen großen Unterschied. Bei Neu-Jaiko ist es einfach nur Tobias West, der einen Plan hat. Und hier haben wir ein Kollektiv. Und es gibt ja so viele mehr, die dort was zu sagen haben noch. Gut. Also. Ich finde das ganz schön, dass sie das so gemacht haben, so dass es wirklich rüberkommt, auch allein durch das Bild. Was wollte ich sagen? Ich wollte abmoderieren. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.